So, herzlich willkommen zu der 126. Folge Hardcoreo mit Dagobert. Moin. Ich glaube, das war mein zweiter Tod in der letzten Folge. Ich bin begeistert. Wir haben zwei Supports verloren und acht Viecher gekillt. Was haben wir verloren? Supports? Ja, zwei Spieler der Klasse Support. Das heißt? Na, du bist zweimal gestorben, weil ich bin ja Heavy. Ah ja. Okay. Das heißt, wir können unsere Tote sogar Aber personalisieren. ich wusste schon mal, dass du schwer bist. Ja. So, Wasser ist jetzt auch leer. Ja gut, Wasser kriegt man ja jetzt, wenn wir Biomasse herstellen. So, Ist ja also Nebenprodukt. du hast jetzt also schon mal die Elektrolyser. Und zwei Chemiefabriken. Ein Traum. Dann komme ich mal ganz schnell runter, weil ich bin gleich schon wieder tot, weil meine Luft geht nicht mehr aus. Du kannst schon mal die Kiste mit der Biomasse holen. Na, selbstverständlich. So, da steht was jetzt hier? Pure Water. Okay, pures Wasser, aber lass mich vorher noch raus. Ja. Wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn du es jetzt noch andersrum anschließen würdest, dann produziert das Gerät auch was. Wie? Oh. Warte mal. Man kann noch einmal das hier, das da so rum. Das da so rum. Ah, muss die Dinger nochmal weg. So, wie schnell produziert das Ding? Oh! Ich hoffe, da kommt was 6 nur. Ich ziehe das mal hier mit dem Dings rüber, ne? Wenn du Ja. die Biomasse mir jetzt noch in die Holzkiste packst, beziehungsweise das orange Material. Ach so, ja. Bin ich mal gespannt, wie schnell das jetzt produziert wird. Zwei. Oh, da kommt ja wenigstens eine vernünftige Menge raus. Schnell was essen. Okay. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen vergrößern. Ja, das Wasser reicht nicht. Nicht so ganz, ne?
Hast du noch eine Chemiefabrik oder kannst du eine Nein, bauen? ich muss Stahl holen. Okay. Hast du mal geguckt, was die Fischfarm kostet? Ja. Aber das Traurige ist, Ich will es nicht mehr wissen. die brauchen wir. Wir können aber auch Holz roden, wie die Bekloppten. Können wir auch machen. Aber die Fischfarm kostet auch nur 900 von jeder Sorte. So, mein Essen ist leer. Oh, schön. Jetzt bin ich wenigstens mal über 30 Essen. Das ist ja ein Traum. Sieht denn das aus? Wo gibt es denn? Oh, hier gibt es Long Underground Belts. Okay. Ölverarbeitung. Nein. Greifarme. Logistik 2, ne? Für blaue Knickarme kostet auch schon 600 von jeder Sorte. Geschwindigkeitsmodule 3 kostet mal locker 1000. Die Bergbaupositivität kostet mal locker 5000 von jeder Sorte. Kannst du mal ein paar Rohre craften? Wohin? Hier die Chemiefabrik nach unten dann anschließen. So. Strom habe ich aber nicht. Das Dito. ist für pures Wasser dann. Wasser. Ja. Weil ich habe nur noch 19 und das fängt an zu 3 Ausrufezeichen. Also Sauerstoff ist schon relativ gut. Warte mal, kann man eigentlich das Zeug auch in Fässer abfüllen? Nee, ne? Ich glaube ja. Nee, kann man nicht. Schade, das wäre auch zu einfach gewesen. Aber gut, so bekommen wir wenigstens schon mal ein bisschen davon rein, ein bisschen davon rein. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Ja, die Elektrolyse unten reichen nicht. Wir Okay. können nicht genug Luft herstellen. Jetzt wird hier Strom. Ja, ich wollte eigentlich nochmal Elektrolyse da hinsetzen. Das heißt im Endeffekt nichts gewonnen, weil ich keinen Strom habe. Ich besorge mal Strom. Hast du Kupfer? Ja. Platten. Dann gibst du mir. Ich habe noch Holz. Ja, wunderbar. Warum kann ich die da rüberwerfen? Auch oh, wunderbar. Wobei ich nicht glaube, dass das reicht.
Hast du noch zwei Untergrundrohre? Ja. Warte, ich schmeiß den mal rüber. Ach ja, stimmt, genau, bei Hardcoreo ist auch der Abbauradius deutlich höher geworden. Ich zapf einfach Luft von unserer Luftproduktion ab. Ja, genau, oder so. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Luft. Ach so, hier müssen noch die Rezepte noch eingestellt werden, sehe ich gerade. Trotzdem müssen wir irgendwann auch das Wasser ausbauen. Ja, wir müssen das ganze Ding so dann einmal nochmal umbauen, weil ich glaube, das reicht so nicht wirklich lange. Aber man ist ja noch am Lernen. Man weiß ja nicht, wie viel man wirklich von jedem braucht. Richtig. Also Essen reicht auf jeden Fall noch nicht und Wasser auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall Wasser. Aber woran scheitert denn das hier? Liquid Hydrogen. Warte mal, können wir nicht hier nur an der einen Dings nur Hydrogen Scheiße. herstellen? Und zapfen uns das Wasser wirklich nur von drüben an? Ich hab Scheiße gebaut. Du hast Scheiße gebaut. Ach, Kacke. Ja, ich kenne dein Problem. So, kriegen wir jetzt meine Seite noch irgendwie mit rüber. Weil da haben wir ja, also von diesem Oxygen haben wir ja anscheinend ordentlich genug. Angriff. Gehen wir Warum raus. ist hier immer noch Wasser in den Rohren? Die machen gerade oben alles kaputt. Ich habe noch keine Werkzeuge. Bin gleich da. Holz, ich brauche noch Holz. Ich brauche Kohle. Das ist doch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein interessantes Modpack. Richtig. Ja, eigentlich doch sehr interessant.
Weil wir spielen jetzt seit knapp 2 Stunden und haben eigentlich noch nichts geschafft, so wirklich. Haben wir irgendwas, was nur Rotes braucht? Sowas hier zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wann haben wir jetzt die letzte Folge gestartet? Sind wir schon wieder drüber? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen einfach noch 5 Minuten. Ja, bis wir 2 Stunden voll sind und dann ist gut. So, kann ich mir hier... Oh, immer noch nichts. Haben wir nicht mal was Water kommen? Was haben wir? Oxygen Compensation ist ja toll, ich brauche aber Water. Water, Water. Da ist Pure Water Optimization. Brauchen wir vorher Ölverarbeitung und Kunststoffe. Oh, ich bin schon bei 11 Wasser. Wahnsinn. Oh. Ich bin bei 37. Ich war schon auf 8 runter, also. Ah, dann wird das doch so nach und nach. Ja. Kannst du noch ein paar Untergrundrohre mitbringen? Ja. Hättest du denn gerne? Ach, 4 oder 5 reichen. Was ist denn Cutting Fish? Da kommt ein Fisch raus. Du kannst den Fisch in Organic Material zerlegen. Und wo macht man das? Im Crafting Menü. Ach so, ja, da. Dann kommt. Ah, und dann kommt da Kaviar raus, oder was ist das? Na, dieses grüne Zeug da. Und das und irgendwas Schwarzes. Kaviar, ja, gut. Und was stellt man, macht man mit Kaviar? Keine Ahnung. Frisst du auch nicht. Ich sehe schon, wir haben hier ein bisschen zu eng gebaut. Schade. Wo bist du denn? Da. Danke. So, wenigstens mein Essen ist schon mal voll. Das ist doch schon mal Lichtblick. Aber unser Organic Food geht so langsam auch zur Neige. Aber wo hapert es denn hier in der Produktion? Das ist einfach nur, weil es zu langsam ist oder was? Ja. Ja. Wie sieht das aus mit Speed-Modulen oder sowas? Haben wir noch nicht. Wo kommen die denn? Geschwindigkeitsmodule. Oh. 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 Noch in weiter Ferne. So ungefähr 2000 Forschungspakete von jeder Sorte. Warte mal, wir brauchen Ölverarbeitung. Dann brauchen wir Plastik. Das kostet nochmal 600. Und dann können wir damit anfangen. Also wir brauchen 900 grüne, 900 rote. Ja, schön. Rot haben wir noch
knappe 120 übrig. Er baut noch mehr. Wir brauchen noch mal ein paar mehr Elektrolyser für Oxygen dann, ne? Das wird auch zu knapp. Hast du hier noch ein paar Rohre für mich? Nein. Ich kann hier aber Eisenplatten holen. Das wäre nett. So, wie viel brauchst du denn? Danke, danke, danke. Oh, unten, irgendwo. Nein, nicht unser Foodtank. Okay, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir nicht irgendwas in Richtung Verteidigung oder sowas zwischenziehen können. Gun Turret. Dafür brauchen wir das Ding hier. Solange wie wir noch rote Dinger haben, können wir das immer zwischenziehen. Aber ich habe hier komische Gun Turrets. Da musst du. Was wollen wir denn für Gun Turrets bauen? So Gun Turret 5,65, also 45 mm oder M60? Also in welche Richtung? Irgendwas, was die Viecher kaputt macht. Ammo-Technologie, Gun Turret mal 39 mm. Feuergeschwindigkeit. AK-47, okay. RPK. Alter Schwede. Feuergeschwindigkeit 12 Sekunde. Nehme ich. Was ist das hier? 12,7. Ah, das scheinen irgendwelche Haubitzen. Eine M82. Feuergeschwindigkeit 1 pro Sekunde. Uff. Ja. Dafür brauchen wir aber noch, da müssen wir noch die Ammo nochmal extra erforschen. Und da brauchen wir diese Block of Iron Plates. Ach du Scheiße, ey. Oh oh, oh oh, oh oh. Mein Wasser ist alle. Ein bisschen was sollte noch im Tank sein. Ja. Ich konnte mich vorhin von 12 auf 22 oder 24 hochpumpen. Ja, ich konnte mich jetzt von 12 auf 22 auch hochpumpen. Ich würde sagen, erstmal die Folge ist schon wieder vorbei. Die wird wahrscheinlich wieder eine extreme Überlänge haben, vermute ich mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde ich freuen, und Abo nicht vergessen und hin und her und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss schon, auf Wiedersehen.